Hallo meine Freunde, heute machen wir eine Sauce Hollandaise. Und zwar eine blitzschnelle. Und für die presse ich eine halbe Zitrone aus, um einen Esslöffel voll Zitronensaft zu bekommen. 200 Gramm Butter schmelzen wir im Kochtopf. Solange jetzt die Butter langsam schmilzt, geben wir den Zitronensaft in einen Pürierbecher, einen Esslöffel Weißwein, Zucker, Salz, Pfeffer und rühren das Ganze für eine Minute lang durch, damit sich der Zucker und das Salz auflöst. Danach geben wir noch einen Esslöffel Joghurt und drei Eigelbe hinzu. Mit dem Pürierer pürieren wir das Ganze dann richtig schön cremig. Nach circa 1 bis 2 Minuten träufeln wir dann die flüssige Butter hinein. Man merkt dabei, dass das Ganze dann kompakter wird und fester. Mal zwischendrin das Ganze absetzen, durchrühren und weitermachen. Die restliche Butter hineinträufeln. Ist die ganze Butter drin und wir haben langsam den Pürierstab dann herausgezogen, ist die Sauce Hollandaise auch schon fertig. Ratzfatz geht das. Super, oder? Also, wenn es euch gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Ich würde mich natürlich auch tierisch freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund und bleibt am Ball.